Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Red Orchestra 2. Das Ganze im Singleplayer und ja, fange ich gleich mal an. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt und habe ich mir gedacht, ach komm, nehmen wir es mal auf. Jetzt kommt noch ein kleiner Film und ich rede am besten da nicht dazwischen, damit ihr alles noch erfährt. Ne, die Ausbildung brauchen wir nicht machen, die ist eh langweilig. Und dann würde ich mal sagen, es geht los. 31. August 1942. Spartanowka. Die Streitkräfte des Vaterlands haben große Fortschritte auf Stalingrad zugemacht. Unser schnelles Vordringen hat die Sowjets überrascht. Ein Vorteil, den wir ausnutzen sollten. Unsere Streitkräfte können die Mauern Stalingrads jetzt durchbrechen, ohne einen Angriff von hinten fürchten zu müssen. Unser Auftrag lautet, das Dorf Spartanowka zu sichern. Der Iwan wird diesen armseligen Haufen Ziegel jedoch nicht kampflos aufgeben. Deshalb müssen wir ihn ihm mit Gewalt abnehmen. Erobern Sie zuerst die Kirche. Nutzen Sie die Gräben als Deckung und achten Sie auf Feindbeschuss von den Fenstern aus. Säubern Sie dann den ersten Häuserblock. Denken Sie daran, die Russen lieben hinterhältige Nahkämpfe, also halten Sie beim Durchsuchen der Räume die Augen offen. Säubern Sie als nächstes den zweiten Häuserblock. Seien Sie auch hier wieder vorsichtig und schützen Sie Ihre Flanken vor Feindbeschuss. Rücken Sie nach Abschluss der anderen drei Missionsziele schließlich zum Rathaus im Osten vor und erobern Sie es. Wir glauben, dass es die am stärksten verteidigte Position ist, also nutzen Sie jede Deckung, die Sie kriegen können. Das ist eine einfache Mission, aber Sie müssen trotzdem schnell sein. Denken Sie an Ihre Ausbildung. Die Bolschewiken sind zwar schlecht vorbereitet, aber sie sollten niemals ihre Opferbereitschaft unterschätzen, wenn es darum geht, deutsches Blut zu vergießen. Viel Glück, Männer! Danke, werden wir gebrauchen. So, kleines Standbild. Greift den Feind an, Männer! Denkt an euren Auftrag! Für den Ruhm! So. Als erstes müssen wir jetzt hier natürlich die Kirche angreifen und erobern. Das ist da A markiert. Ja, A. Und ja, kriegen wir jetzt immer gleich schon so Artillerieangriffe. Nein, wir werden uns nicht zurückziehen. So. Oh, den habe ich auch getroffen. Unten links sieht man, die Warnanzeige. Und wenn es ganz unten ist, dann haben wir sozusagen Angst. Hoffen. Das ist ein Deutscher, oder? Ne? Ah, so kann man die Reichweite, wenn man Mausrad hoch und runter dreht, kann man die Reichweite einstellen. Deine Einheit hat Verstärkung erhalten. Und dann rennen wir mal ein bisschen vor. Ich weiß, dass mein Mikro etwas schlecht ist und ich werde es natürlich auch mir bald ein neues kaufen. Und es hört sich dann so an, als würde ich lispeln. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich eine Zahnspange habe, aber eigentlich tue ich nicht lispeln. Es ist wahrscheinlich nur vom Mikrofon. Ich meine, ich habe gerade das wieder angefangen und dann... Oh, nee. Ja, okay. Das ist echt tot. Okay. Ja, ist tot. Gut, das erste Mal jetzt, du wurdest getötet. Kampf wird als Gewerkschaft fortgesetzt. Ab einem von neun übrigen. Weiter konnte ich nicht lesen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hinten. Ja, wir spielen jetzt hier auf deutscher Seite. Gegen die Sowjets. Und wie es aussieht, rennen meine Männer weg. Was mal überhaupt nicht cool ist.
Okay. Los. So. Getroffen. Gott, du lebst noch. Warum rollst du dich weg? Verdammt! Ich bin total. Ja, du bist halt fertig, aber du musst trotzdem noch weiterkämpfen. Ja, Kirche wurde gesichert. Ah. So, jetzt müssen wir B angreifen müssen. Gott, was ist denn jetzt gestorben? Wohin? Kommen sie alle angerannt, ey. Boah, ich sag das hier. Da, da drüben, da ist ein Ivan! Infanterie! What? Ja. Er liegt unter Sperrfeuer! Nicht nachlassen! So, okay. Na, natürlich muss es noch weitergehen hier. Wo rennt denn hier noch einer rum? Da hinten. Dann werden wir mal ein bisschen vorrennen. Sonst tut das hier nichts. Ich weiß auch nicht, warum es hier so kleine Mini-Ruckler sind. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht, aber es sind bei mir hier so kleine Mini-Ruckler. Wieso treffe ich den nicht? Scheiße! Oh, was sollst du hier? Okay, komm her. Dich knüppel ich jetzt. Komm, hier. Arschloch. Ja, okay, so. Ich bin tot. Oh, jetzt bin ich ein Scharfschütze. Das ist doch welche deutsche. Oh, toll! Ich gerade mal schießen, dann muss ich schon nachladen. Oh. Komm hier, zu mir. Bam. Verpiss dich doch mal. Alter. Blockiert mich mein eigener Teamkamerad. Verstehst du nicht? Jetzt. Nach 10.000 Schüssen habe ich endlich mal getroffen, ey. Kann's doch nicht sein. Was? Los. Lad nach. Schneller. Das ist hin. Was ist denn mit deiner Pistole? Endlich. So. Und wenn man hier als Scharfschütze ist, dann kann man, wenn man zielt und dann 6 drückt, kann man nämlich durch umschalten. Aber wir sind ja Scharfschütze. Keine Pussy. So. Wow. Schon wieder als Scharfschütze. Von 9 noch übrigen. Alter. Aua. Weiter vor können. Oh. Geh in Deckung. Nein, nicht sterben. Okay, du bist halt. Scheiße. Okay, weiter geht's. Aua. Was soll das jetzt? Ich komm rein und bin sofort tot. Oh, schon wieder. Fast. Weg hier. Deckung. Los, geh hier hinter. Ich glaube, es war ein eigener, aber. Weiß ich nicht. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Was machst denn du hier? Aua. Mann, ich weiß doch immer nie, wo die sind. Oh, scheiße. Ja, natürlich wurde ich getötet. Boah, jetzt ist aber. Nein! Das kann's nicht sein. Ich spawne, will auf die schießen und dann ist das Magazin leer. Oder die Trommel. Oh, eine MP.
Komm, das ist doch voll unfair. Wir verlieren hier noch. Ja, wir haben nur noch 4 Verstärkung. Och, nö. Aua, aua. Das... Hä? Ich hab doch die getroffen und auf die geschossen. Warum? Ja, schön. Spawn mich hier. Boah, what the fuck, wie viele da sind? Oh. Oh, oh. Och, nö, die Inkompetenz. Ist wieder hier. An erster Stelle. Oh, da bleiben. Nein. Nein. Hört auf, immer so rumzurennen. Verdammte Kacke. Reicht's mir. Ja, komm, stirbt jetzt. Klein Penner. Ach, das ist ein Deutscher. Was macht ihr da? Aua, aua, aua. Nein, ich nicht sterben. Ich hab jetzt irgendwie die Scheißpistole hier. Bam, Junge. Bam, Junge. Hab ich's aber gegeben, ey. Die auch noch, oder was? Was? Ah, was? Das war voller Headshot. Mama. Oh, nö. Das kann's doch nicht sein. Lalala. Ja. Nein, ihr seht mich nicht, ihr seht mich. Oh, da ist einer drin. Komm her, du Arsch. Bam. What? Junge, als ob ich ihn nicht getroffen habe. Aua! Aua, 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 aua. Aua. Und, jetzt sterbe ich voll. Da hätten wir in die Eier geschossen. Das kann man unten links sehen. Da hat dieses Männchen und da sieht man nur, wo man getroffen wurde. Ja, komm, spawn ich jetzt. Oh. Wollte ich ja nicht mich. Oh nö, und das ist auch ohne Worte. Du wurdest getötet. Runter, Knädchen. Mal gucken. Oh, okay, jetzt erstmal nachladen. Jetzt gibt's gleich auf die Fresse hier. Auf die Fresse! Jetzt. So, aufstehen und. Bam, Junge. Bam, bam. Ah, Rambo. Du deckt meine Flanke, Männer. Oh, no, nee, schon wieder. Warum rate ich immer in hier in Artilleriefeuer? Oh, ist ein Deutscher. Oh, oh. Oh. Oh ne, doch nicht. Er liegt unter Sperrfeuer! Nicht nachlassen! Spring da rüber! Ja, man kann ja auch auf der Hüfte schießen, aber. Aus der Hüfte, nicht auf der Hüfte. Aus der Hüfte. Ah! Aber man trifft so nicht. Oh, nichts. Ja, man kann sich natürlich auch verbinden. Ja, aber das Verbinden hat jetzt nichts geholfen, weil ich eh draufgegangen bin. Ja. Ja. Wieso krieg ich immer so leere Magazine? Nein, nein, nicht draufgehen. Ich will mich da verbinden, aber ich habe nachgeladen. Nein. Oh ja. Du wurdest getötet. Ja, ja, ja. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Oh, ach komm. Aua. Aua, weg. Nein, 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 nicht schon wieder. Mann, ohne Worte. Ich sterbe nur. Ja, was? Der steht denn nur rum?
Ja, ich stehe ja nur rum. Oh, sie rücken vor. Vorher nachladen, bevor ich reinstürme. So. Ja. Hier, it is. Oh, Bastard, hat er gesagt. Harte Worte, ne? What? What you in the wood to ma? Nochmal! Bam, 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 bam! Gewonnen! Juhu! So, dann bedanke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.